ein ganz besonderes Highlight. Am 22.08.2016 beim Pokalspiel gegen Paderborn in Paderborn. Es war die 90. Minute. Ich komme aus der eigenen Hälfte, sag noch zu meinen Jungs, so, jetzt machen wir das Ding fertig. Der Ball kommt mir vor die Füße und ich hau das Ding rein. Es war einfach unfassbar. Wir sind alle zur Eckfahne gerannt. Mein Highlight-Moment ist der 20.11.2015. Das war das Heimspiel gegen den KSC, weil es ein unglaubliches Kampfspiel war bei unglaublichem Sauwetter. Am 16. Mai 2021 ist wenig los an diesem Spieltag gegen Jahn Regensburg. Vor der Hütte stehen am Kreisel schon 20, 30 Fans und es werden immer mehr und am Ende waren es ca. 300. Unser Mannschaftsbus kommt an und wird empfangen mit lauten Fangesängen und Bengalos und die werden richtig eingeheizt und heiß gemacht für dieses Spiel, dass wir dann auch 2-0 gewinnen, Tore Bachmann und Behrens, und es war ein ganz, ganz emotionaler Moment und es war mein Highlight der letzten 10 Jahre. Ja, ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, 2013 im Juni, als wir die Nachricht bekommen haben, dass Duisburg die Lizenz nicht bekommt und wir trotz sportlichem Abstieg in der Klasse bleiben dürfen. Der 0:4 Auswärtssieg bei RB Leipzig, dem Top-Favoriten auf den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga, der Gewinn der Drittligameisterschaft und die 10 Jahre darauffolgende zweite Bundesliga. Insoweit ist es für mich das eigentliche Highlight, so lange dabei zu sein. Ich komme jeden Heimspiel mit meinem Rollstuhl. Unser Fanbeauftragter unterstützt mich, auch die anderen Rollstuhlfahrer. Die Zusammenarbeit zwischen Fans und Fanbeauftragten sind hervorragend. Auch zwischen SVS-Mitarbeitern und Fußballern. Alles klappt super. Und ich freue mich, dass ich SVS-Mitglied bin. Es war Ausgangssperre, es war Lockdown und wir hatten ein Spiel gegen Heidenheim. Kevin Behrens schoss das 4:0 und ich war hier mit meinem Hund vorm Stadion und es war einfach nur geil. Das Auswärtsspiel beim VfL Bochum am 01.03.2020. Das Ergebnis war 4:4 und somit auch das letzte Auswärtsspiel mit Fans vor den Geisterspielen.